Hey meine Freunde, willkommen zu einem Let's Play von Warhammer Chaos Bane. Und wie versprochen, machen wir jetzt mal ein Let's Play mit der neuen Klasse mit dem Hexenmeister oder Hexenjäger. Und dazu ist anzumerken, dass wir jegliches Video, was kommt, jetzt überspringen, weil es uns ja hauptsächlich darum geht, vorwärts zu kommen und zu sehen, wie die Klasse so ist. Geht das? Mayo. Aber mal gleich das Neue. Starten mal direkt. So automatisch angelegt. Wie wechseln wir denn die Waffen? Steuerung. Ja. Steht hier gar nicht. Oder? Nicht wirklich. Was ich hier von vornherein schon mal gut finde, dass wir direkt, wie schimpft sich's, dass wir direkt die Erweiterung spielen. Ah, geht doch es. Sind das auf 5? Ah, Rechtsklick, okay.
Wüstenlandschaft sieht schon ordentlich aus. Haben wir auch im anderen Let's Play gesehen gehabt, was? Ah. Ach, Leertaste war's. So, gleich sollten wir es geschafft haben. Ist ja lustig mit den Fallen. So, und das sollten wir schon haben. Ist das eine übergreifende Truhe? Ah jo. Krank. Wie viel Gold haben wir eigentlich? Sehe ich das irgendwo? Wirklich. Was Spende?
Ich würde dir gern was spenden, wenn ich was hätte. Ach so, da können wir quasi hier. Ach so. Das wäre ein normaler Händler. Ja, ab in die Gruft. Ja. Expedition oder Invasion machen wir jetzt nicht. Wir wollen ja vorwärts kommen. Hoppala. So, ich grind mal ein bisschen, dass wir ein bisschen vorwärts kommen vom Level und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Mittlerweile auf Level 9. Und ja. Was man definitiv merkt, den normalen Schwierigkeitsgrad, nicht nur wegen der Erfahrung, sondern auch wegen den Gegnern. Da nämlich zu viel von dem Kleingewusel da kommt, wie gerade eben. Dann kann man daran auch schon mal sterben. So.
dachte eigentlich, dass die roten Kugeln hauptsächlich da sind, um das Leben zu regenerieren. Das ist aber nicht der Fall. Sondern dadurch bekommen wir auch. Einen Moment. Diese Energie hier, und wenn die voll ist, haben wir so einen, wie soll ich sagen, so eine Art Berserker-Modus. Unsere Energie nicht ab, also unsere Energie, wir können so viel Fähigkeiten nutzen, wie wir wollen. Das würde ich dann noch dementsprechend dann im Boss mal zeigen. Okay. Ich glaube, hier wäre die beste Gelegenheit, oder? Nee, noch nicht. Noch geht's ohne. Na, Level up. Sind wir voll. Jetzt holen wir das Ding auch gleich mal raus. Und da. Was ich ziemlich praktisch finde, weil wenn wir irgendwie auf einen Boss kommen, der viel, viel aushält und stark ist, schon wir ihn damit einfach recht schnell um. So. Immer noch Ritualsteine. Uiuiuiui. Hier. Fragmente. Halt zwar auch unser Leben. Aber nicht so sehr, wie wir es von anderen Spielen kennen, sondern
Also diese Orbs meine ich jetzt, diese roten hier. Es ist dann nicht so wie bei anderen Hack-and-Slay-Spielen, wo dann unser Leben direkt voll ist. Nee, das ist teilweise zum Auffüllen von Leben gedacht und teilweise auch hier von Salz. Gucken wir mal, haben wir was Besseres. Oh ja. Das sind die Fallen. Nee, das ist die Rolle. Das hier wäre interessant. Das heißt auf Level 13. Ach so, da können wir ab und zu geben. Moment, wenn ich das jetzt so mache, kann ich da mal wieder. Okay, das kann ich ändern. Gut, dann probieren wir mal. Kommen wir wieder zurück. Kommen wir ja auch her. Das machen wir jetzt aber geschickt. Folgen die mich? Aha. Aktivieren wir mal das, weil wie wir hier sehen, der hält einiges aus. Und weg ist er. Noch mal gern wissen, können wir uns auch irgendwie zurück teleportieren? Naja, leider nicht. Wir dürfen laufen. Mal. Oh, Handschuhe bekommen. Und Damage.
Hoppala. Exekutieren freigeschaltet, okay. Naja, wird auch schon gedacht, wir müssen ja irgendwo anders rauskommen, wo wir reingekommen sind. So, was ist exekutieren? Ja, da ist es doch. Könnte man das auch statt der Rechtsklickfähigkeit nutzen? Jo. Moment. Mann. Moment mal, wenn wir das verspotten lassen, war mal das hier auf Rechtsklick. So. Da finde ich vielleicht auch das andere besser, das da. Ja. Aber dadurch die breitere Masse wegkriegen. Das Einzige, was wir machen könnten, dieses Exekutieren da drauf. Maruf.
droppen da mittlerweile mehr von diesen Kugeln da. Das ist ja brutal, was man hier für Schellen reinkriegt. Ich jetzt oder nicht? Mann, Mann, Mann. 100 Pro ist hier in der Sackgasse. Kleiner Lappen da. So. Liegt da ja endlich, mein Gott. Schon unseren ersten Boss. Liegt da. Mein Gott.
Ist da noch eine Truhe? Weil es war ja ein Boss. Direkt dann. So, jetzt aber. Soll ich den Waffenwechsel laufen, war schneller. Gleich nochmal. Und raus da. Hohoho. Ho, ho. Gucken wir mal, was uns jetzt erwartet. Das Lager verdorben, nee. Der Hoffnung, dass es klappt. Gottes Willen. Liegt da. Mein Gott. Puh.
haben wir ja diese Berserker-Haltung, Modus-Ding. Das da. Ich glaube, dass wir es geschafft haben, wenn ich die ganze Drecksarbeit mache. Suche nach Dürren-Tümpel. So, mittlerweile sind wir auf Level 14. Ah, da ist es doch. Das ist das, was ich meinte. Explodierende Feuerfallen. Und noch genug Punkte, das heißt, mit dir. Ach so. Ach nee, das sind passive. Schon gedacht. Ach, da gibt's schon eine bessere Version. Hier auch Schadensreduktion? Nee. Wollte gerade sagen, das wäre zu krass, wenn man beides reinmachen könnte. Hier. So, jetzt gucken wir mal. Wie. So. Ja, darf ich? Jetzt ja.
No, I can't.
ist echt nicht ohne. Sehr gut, das nehmen wir ja gern. So einer. Mann. Jojojojo. Das hört ja gar nicht mehr auf hier. Ich reduziere bewusst nicht den Schwierigkeitsgrad, weil wir ja auch vorwärts kommen wollen mit dem Level. So. Fähigkeit. Ach, auf Level 20 kommt die nächste Passive. Ist doch nix. Was ist denn da der Unterschied? Also, Abfeuern mächtiger Pistolenschuss. Von schnellen Schüssen zurück. Ach so, ach ja. Bäh, nee. Züchtigen, du erzeugst einen Kugelhagel im Bogen vor dir. Lass mal kurz auf die 3. Das testen wir mal. Hoppala. Das wollte ich eigentlich nicht.
Das ist eine Truhe. Oh, da war doch gerade eine Pistole dabei. Hey, verdammt. Verdienstorden. Voll verlesen. Oh ja, nehmen wir auch noch dazu. Wenn wir so weitermachen, haben wir von dem Mutantenzeug bald ein Set. Jetzt ist die Frage hoch. Na, gehen wir mal hoch. Und der Grund, warum ich nicht so viel rede, wenn so ein Kampf ist wie gerade vorhin, bin ich da total fokussiert und gucke, dass ich ja nicht umkipp. Oh nee. Nee. Oh. Hier. Sack. Gib mir eine rote Kugel. Gib mir eine rote Kugel. Her. Keine Energie. Endlich. Huiuiui, also für den Bosskampf am besten merken, wenn ihr den selbst macht, guckt, dass ihr zwei so Energieteile hier voll habt. Dann kriegt ihr ihn auf jeden Fall platt. Hier. Kleine Lappen da. Ist ja keine Truhe. Das finde ich jetzt aber irgendwie traurig. Die Truhe kommt da hinten. Richtig? Nee. Kein Loot und das finde ich so ein bisschen traurig. Nicht kriegen wir jetzt dafür was. Die Aufgabenbelohnung ist mir eigentlich relativ. Boah, wohin? Krypta betreten. Wieder in die Krypta. Erstmal sollte ich verkaufen, aber es ist echt blöd, dass es keine Möglichkeit gibt, sich zu teleportieren. Mensch. Ist ja auch so, dass ich gerade voll falsch laufe. Mann. Doch einfach weiter, du Lappen. Rush, Chaosturm, Reliquienjagd, Spende, alles, ja. Das war jetzt
vielleicht irgendwo dahin. Jetzt. Das Einzige, was ich so ein bisschen irritierend finde, ist, dass man hier ja, die Landschaft sieht. Man meint, man kann da hinlaufen, guckt nicht auf die Minimap und schon geht's nicht. Ja, krepiert da meinen Fallen, ihr Lappen. Hauptaufgabe. Also ich glaube, wenn man sich da dran hält, könnte man so innerhalb von, ich schätze jetzt mal, von 8 bis 12 Stunden in etwa durch sein. Hoppala. Also auf Max-Level sein, so rum nicht durch sein, mit der Story ganz sicherlich nicht, denke ich. Geh weg. Was war das? Richtiger Weg ist. Hoffen wir mal. Natürlich nicht. Sackgasse. Wäre ja jetzt auch zu einfach gewesen. Hoppala. Ach, jetzt haben wir das erste Schwert gefunden.
mehr. So. Na, hau auf mich drauf, du Lappen. So. Bleibt nichts wie raus hier. Bin ich auch dafür. Ach, der läuft auch. Ich drück noch. Tja, das war's mit Dürre. Erstmal in die Stadt. Gottheit gewährt dir jetzt mächtige Segnung für Belohnung, die du ihr als Opfer unterbreitest. Zum Götterfertigkeitenbaum gelangst du über den Tab im Charaktermenü. Nutze ihn, um deine Attribute zu verbessern und um mächtige Fertigkeiten zu erwerben. Wenn du eine Gunst erwiesen bekommen möchtest, musst du einen Begünstigungspunkt investieren. Das Maximum für deine Gesamtzahl von Begünstigungspunkten entspricht deiner Stufe. Hoppala. So, weiter noch irgendwas? Ja. Hier, Spende nehmen. So. Das wäre dann... So, meine Freunde, an diesem Punkt war es das für mich im Let's Play. Ich hoffe, ihr habt da jetzt einen guten Einblick bekommen ins Kampfsystem, in die Skills und so weiter.
Und ich kann euch sagen, ich hatte gestern dann noch ein bisschen gespielt gehabt, dieses mein Magier mit einem Kumpel zusammen. Das bockt auch mega zusammen. Also, wenn ihr das Spiel mal im Angebot sehen solltet oder ihr jetzt begeistert sein solltet von dem Let's Play, schlagt gerne zu. Allerdings habe ich es mir im Angebot zugelegt. Ja, also in diesem Sinne, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann Daumen nach unten. Ihr dürft mich gerne abonnieren, es ist kostenlos. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. See ya!